aufgepasst, liebe Zuschauer. Wir sehen die Sprengung, da hören wir es auch, des Förderturms der Zeche Schlegel und Eisen in Herten. Zumindest den Versuch. Ja, denn der Turm von Schacht 7 wehrt sich und will einfach nicht umkippen. Ob es am Ende doch geklappt hat, dazu Schaulustige hatten sich heute in Herten zur Sprengung des Förderturms versammelt. Doch der wollte einfach nicht kippen. Wir haben es ja eben schon kurz gesehen. Erst beim dritten Versuch hat es dann endlich geklappt. Der Turm fällt zu Boden, dank eines Baggers, der die seitliche Stütze weggezogen hatte. Jetzt kann auf dem Gelände ein Industriepark gebaut werden. Auch dem Wattenscheider Wahrzeichen, dem Holland-Förderturm, droht der Verfall. Abgerissen werden soll er nicht, sondern er saniert. Doch seit 6 Jahren hat die Stadt Bochum nichts unternommen. Und das, obwohl das Geld dafür, nämlich 1,3 Millionen Euro da waren. Jetzt droht die Summe am Jahresende zu verfallen. Selten war ein Schild so falsch wie dieses. Hier wird nämlich nicht saniert und nicht gebaut. Es geht um diesen Turm, den Förderturm der alten Zeche Holland in Bochum-Wattenscheid. Lokalpatrioten wie Thomas Spielmann haben ihn zigmal fotografiert und seine Geschichte erforscht. Und das hier, die Zeche Holland, ist der einzigste Förderturm, der noch in Wattenscheid existiert. Alles andere wurde im Lauf der Zeit abgerissen. Der Turm ist also ein Wahrzeichen. Und weil das so ist, hat das Land Nordrhein-Westfalen schon vor 6 Jahren etwa 1,3 Millionen bereitgestellt, damit dieses Bauwerk erhalten bleiben kann. Das Geld für die Sanierung hat Bochum bis heute nicht ausgegeben. Am Jahresende wird es verfallen. Das sorgt für Ärger in Wattenscheid, bei Thomas Spielmann und anderen. Das einfach zu verschlampen, einfach zu vergessen, einfach Gutachten nicht einzuholen oder zu verzögern, halte ich für fahrlässig. Sind sie am Schlafen? Da ist einer ganz groß am Träumen. Also das Bochumer Rathaus schläft. Wir sind halt eben der Randbezirk Wattenscheid und nicht Bochum. Geschlafen wird nach Wattenscheider Verständnis also im Bochumer Rathaus. Was sagt man denn hier dazu, dass 6 Jahre lang nicht saniert wurde, obwohl das Geld da war? Muss man zugeben, aber man muss auch sich vergegenwärtigen. Die Mittel kommen ja dann in 3 Jahresmargen, sind die bei uns eingegangen. Dann hat man die Grundstücksverhandlungen mit NRW Urban geführt. Dann sind bestimmte Schritte mit dem zukünftig anzusiedelnden Unternehmen durchgeführt worden. So hat sich dann die Zeit, ist dann so abgelaufen. Doch das ist nicht die ganze Geschichte. Ganz wichtig ist die Frage, wie saniert man eigentlich einen Förderturm? Dazu muss man wissen, welche Zusammensetzung genau der Stahl hat. Das lässt sich angeblich nicht mehr ermitteln, sagt die Stadt und hat Gutachter beauftragt. Da gibt es 2 gutachterliche Stellungnahmen, die sich ein bisschen sozusagen wechselseitig abgegrenzt haben gegeneinander. Aber das kann man lösen. Dafür braucht man nur ein bisschen Zeit. Und das war auch ein Thema, was wir immer hierbei beachten mussten, dass wir nicht nachher alles Geld für die Gutachten ausgeben und nichts mehr über haben für den Turm selber. Und so haben die Bochumer jetzt noch nichts für die Sanierung ausgegeben. Dafür haben sie 2 schöne Gutachten, die sich widersprechen. Was für ein Deal. Jetzt weiß man auch, warum das Bauschild irreführend ist. Aber angeblich soll man die nicht verbrauchten Gelder neu beantragen dürfen. Und zwar beim Land NRW, falls das in Bochum nach 6 Jahren jemand vergessen haben sollte.